Hi, ich bin Jan, ich studiere Media and Entertainment Management an der Stanton University in Leeuwarden. Ich war hier an einem Open Day und habe mich über Tourism Management informiert und dabei festgestellt, dass mir die Schwerpunkte von Media eigentlich eher liegen und mich dann am Open Day umentschieden. Wir lernen hauptsächlich, wie man Crossover-Media-Konzepte entwickelt. Im ersten Jahr bekommt man zusätzlich eine Ausbildung generell im Bereich Medien. Wir machen kleine Werbefilme, wir entwickeln ein Magazin, Crossover-Media-Produkte und gehen mit einer Band ins Studio und machen eine CD. Meine Lernumgebung ist relativ vielseitig. Wir haben auf der einen Seite Problem-Based Learning, sogenannte PBL. Dann haben wir Vorlesungen und Workshops im Bereich Management Skills. Zusätzlich haben wir noch eine Learning Company, wo man speziell praktische Sachen beigebracht bekommt, sowie Filmen, das Arbeiten mit Adobe Photoshop und Adobe InDesign. Filme werden mit Final Cut Pro oder Avid Media Composer bearbeitet. Und im Bereich Musik gehen wir in ein professionelles Musikstudio, casten eine Band, machen sowohl das Marketing als auch die Produktion für die. Und wo im dritten Jahr ist man auch wieder in der Learning Company und hat dann dort die Aufgabe, Leute aus dem ersten Jahr zu trainieren. Die Dozenten kommen aus mehreren Bereichen. Manche haben eine eher theoretische Ausbildung, manche kommen eher aus der Praxis. Und generell ist das Verhältnis mit den Tutoren sehr gut, sehr freundlich. Wir duzen unsere Tutoren und siezen sie nicht und bekommen immer eigentlich sehr direktes und kompetentes Feedback. Der Praxisanteil ist generell sehr hoch. Im ersten Jahr ist man in der Learning Company und geht die verschiedenen Mediasektoren durch, sowie Print, Audiovisuell, Musik und New Media. Und im zweiten Jahr wird es etwas theoretischer und im dritten Jahr muss man dann alles Gelernte wieder in der Praxis anwenden. Wir arbeiten für echte Klienten und müssen in der Learning Company Leute aus dem ersten Jahr coachen. Stanton gefällt mir generell sehr gut. Das Umfeld ist relativ international. Wir haben über 80 Nationalitäten. Die Kantine ist sehr gepflegt, die Einrichtung ist sehr modern. Wir haben eine digitale Bücherei. Alle Lernumgebungen sind ausgestattet mit den neuesten Computern und findet immer einen guten Platz, um was zu lernen. Ein großer Vorteil ist auf jeden Fall, dass man auf Englisch studiert und damit den Arbeitsmarkt für sich selber später erweitert, da man nicht nur auf Deutschland fixiert ist, sondern sich ganz Europa, wenn nicht sogar die Welt, offen hält. Dazu lernt man eine zusätzliche Sprache mit dem Englisch und vielleicht sogar Niederländisch. Und ein Nachteil ist, dass man eventuell den Kontakt zu seinen Freunden etwas vernachlässigt oder es schwieriger ist, mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Ich war damals auf einem Open Day und habe mich da über den Studiengang informiert und auch gleich meine Bewerbungsunterlagen dagelassen. Für Englisch war für mich keine weitere Überprüfung notwendig, da ich mein Abi mit Englisch abgeschlossen habe. Ich habe mich aber trotzdem dazu entschieden, Niederländisch zu lernen und da gibt es mehrere Möglichkeiten von Stanton, Kurse zu belegen, was auf jeden Fall hilft, um etwas besser mit dem Holländisch am Anfang klarzukommen. Ich habe mich während dem Open Day beraten lassen und habe dann über Facebook in eine Gruppe in mehrere Wohnungen angeschaut und mich dann am Ende für die beste entschieden. Ich plane jetzt mein Austauschsemester in Finnland und werde an der Partneruniversität in Helsinki ein Semester studieren. Danach werde ich mein Praktikum bei einer Medienfirma machen und ich würde den Weg auf jeden Fall nochmal gehen. Vielen Dank für das Interview und alles Gute für deine Zukunft. Danke.